begrüße Sie bei diesen frostigen Temperaturen hier heute Morgen im Rahmen der Gesamtveranstaltung Ruhr. 2010 habe ich gesagt, der Herr Pleitgen hat mich schon zusammengefaltet, das heißt 2010, Kulturhauptstadt Europas und eine der vielen Veranstaltungen, die heute stattfinden, aber eben eine. Und hier ist einfach hervorzurufen, dass das Ganze zwar schon mal gewesen ist, aber dass sich die Gruppe, und jetzt muss ich genau hingucken, Yes We Do, und nicht Yes We Can, Yes We Do, ist ja immerhin eine Steigerung, dass diese Gruppe sich zur Aufgabe genommen hat, die Bänke wieder aufarbeiten zu lassen, sie herrichten zu lassen. Und das Ergebnis können wir sehen, wir sind jetzt farbig. Und ich gebe ganz offen zu, ich hoffe, dass das ein bisschen länger hält. Nicht, weil das schlecht gemacht ist oder sonst irgendwas, sondern wir haben ja einfach festzustellen, dass Vandalismus einfach immer wieder Einzug hält und dass auch unser Park davor nicht gefeit ist. Ja, wir haben hier festzustellen, dass es das Aktionsprogramm gibt. Das heißt, das sind die 14 Bänke, die vorher naturbelassen waren, die jetzt farbig gestaltet sind. Vielleicht sagen Sie zu den Farben nachher noch mal was. Ich weiß nicht, ob Sie da noch tiefergreifende Dinge haben, aber immerhin farbig gestaltet worden sind. Aber was entscheidend ist, dass an jeder Bank jetzt eine Messinggravur drauf ist, ein Messingschild drauf ist. Ich habe sie noch nicht alle gelesen, aber mutig in die Zukunft gehen, Neuanfang als Chance sehen. Das kann ich auch unter dem Haushaltsmotto sehen. Kann man immer. Da müssen wir mal schauen, was passiert. Aber Mut brauchen wir mit Sicherheit. Die Politik ist ja hier, zumindest einige. Und da brauchen wir sicherlich auch den Mut. Und Sparen kann auch ein Neuanfang sein. Schauen wir mal. Ja, das Rondell hinten an der Stele ist auch nochmal umgestaltet worden. Und da wird man das Ergebnis sicherlich erst bei der wärmeren Jahreszeit sehen, wenn es denn hochkommt. Ja, von daher ein herzliches Dankeschön an die Initiatoren, ein Dankeschön an diejenigen, die sich Verantwortung zeigen. Und schauen wir mal, dass es möglichst lange hält, sage ich mal. Und das ein oder andere kann man ja oben aus dem Fenster mal gucken. Wenn es ganz schlimm wird, der ein oder andere Nachbar schaut ja auch schon mal, obwohl durchaus da Frust vorhanden ist, den ich auch manchmal nachvollziehen kann. Aber das ist nun mal so. Ja, ich wünsche der Veranstaltung, viel wird ja wahrscheinlich danach nicht mehr sein, aber wir gehen ja noch mal hier lang, einen guten Verlauf. Ich hoffe, dass Sie in der Zeit das ein oder andere hier noch mal machen. Ja, wir hatten also vor, wir freuen uns erstmal, dass wir hier den Herrn Bürgermeister Spitzer hatten, der also hier dieses Projekt, wo wir also auch viel Herzblut mit reingesteckt hatten und auch Ärger und alles überwunden und alles wieder in Ordnung gebracht haben, dass wir das heute hier begehen können. Und der Tambourchor, der wird uns mit Musik hier in den Park führen. Wir können dann bei dieser Gelegenheit auch die Sprüche, die ja dafür da sind, die Leute, die also im Sommer, wenn es warm ist, hier rasten auf den schönen farbigen Bänken, die können dann auch einen Sinnspruch genießen und können da auch vielleicht eine Kommunikation mit einem anderen, der auch hier sitzt, aufnehmen oder für sich ans Denken kommen, was sie von dem Spruch für sich selber mitnehmen können ins Leben. Und so werden wir also heute an diesen Sprüchen vorbeigehen. Ich weiß nicht, Ingrid, wolltest du von unterwegs noch etwas sagen? Ja, oder? Das kann man, weiß ich nicht. Ich könnte aber hier ein paar Sprüche beispielsweise noch mal vorlesen. Ja. Und wenn wir dann entlang gehen, können Sie es selber lesen. Aber ich kann beispielsweise, weil ich an den Sprüchen, an der Gestaltung da auch wesentlich beteiligt bin, kann ich auch jetzt mal eben kurz ein paar Beispiele geben. Und zwar sind das Aphorismen, die eine Tradition haben in der literarischen Welt, von vielen Dichtern und Denkern als Sinnsprüche bekannt sind. Und dieses Thema habe ich mir dann gestellt als Mitglied der Projektgruppe und habe überlegt, habe ganz viele Serien von Entwürfen gemacht und dann schließlich haben wir uns entschieden für einige der Texte, die Sie jetzt hören. Haben wir uns gegenseitig unterstützt. Ja. Genau. An manchen Tagen erschaffen wir eine neue Welt ohne Wartezeiten. Wer unterwegs ist, vertraut dem Fluss der Zeit, ohne sich auf Ziele festzulegen. Was ihr wollt, ist meistens nicht das, was ihr tut. Dann einen Abendspruch. Ja, man kann drüber nachdenken. Das ist ja. Und einen kleinen Abendspruch. Schau, schau, Abendstimmung. Allerlei Buntschatten. Verzauberte Narrenfreiheit.
Und ich möchte einfach noch mal ganz deutlich sagen, dass es für Ruhr 2010 in Förde, für die Lunkeliro, etwas ganz Tolles ist, etwas ein Novum ist, dass wir hier ein Stück Konzeptkunst haben. Also wenn vielleicht Betrachter, Besucher sagen, was soll das Ganze? So. Es ist Konzeptkunst. Die Konzeptkunst ist in den 60er Jahren hierher gekommen und wird in der modernen Kunst häufig angewandt. Es geht darum, ein Konzept zu entwickeln, es der Bürgerschaft, den Betrachtern zu bringen, entgegenzubringen. Und es bedeutet nicht unbedingt, dass Künstler selbst die Bänke anmalen, sondern das muss dann wird von Firmen gemacht, dass es nachhaltig ist, so wie es auch hier geschehen ist. Das Entscheidende an dieser Kunst ist dieses Konzept, ist dieses, was wir uns dabei gedacht haben und was Mascha so ins Leben gerufen hatte und mit uns kommuniziert hat und wir dann weiter mitgetragen haben. Und das finde ich ganz toll, dass so etwas in Förde auch ist. Schön. Danke, Mascha. Danke.